Schnell, like jetzt sofort dieses Video, wenn du auch die kostenlosen Items bekommen möchtest. Moin Freunde, heute möchte ich mit euch über die kostenlosen S2 Items in Fortnite sprechen und euch zeigen, wie du diese dann bald bekommen kannst. Außerdem werden wir dazu einen Skin bekommen, also schau das ganze Video bis zum Ende, damit du auf jeden Fall nichts verpasst. Abonniere meinen Kanal, denn in jedem meiner Videos verschenke ich ganz viele Skins an euch. Schreibe mir dazu jetzt dein Ingame-Name in die Kommentare rein, damit du dann auch schon bald ein Skin von mir bekommst. Hast du eigentlich meinen Creator-Code, der Fruchtzwerg, eingetragen? Hole das doch jetzt schnell nach, wenn du auch in Zukunft von mir ganz viele Geschenke erhalten möchtest. Ich kann dir da nur sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, denn ich gebe euch ja auch in jedem meiner Videos etwas zurück. Wie nun bereits bekannt gegeben wurde, steht eine neue Kooperation zwischen Epic Games bzw. Fortnite und S2 vor der Tür. Dabei handelt es sich um einen Horror-Kinofilm und der zweite Teil wird jetzt am 5. September in den Kinos jetzt hier in Deutschland erscheinen. Und da gibt es dann halt eben diese Kooperation, wo wir dann kostenlose Items bekommen können, die wir dann erhalten, wenn wir auch die Herausforderungen dann schließlich gemacht haben. Das allererste, was zu dieser Kooperation geleakt wurde, ist diese Sounddatei, die ich euch jetzt einfach mal abspielen werde, damit ihr davon auch einfach mal ein Bild bekommt. Wie man jetzt hören konnte, ist dieses Lächeln bzw. Lachen echt unheimlich und jeder, der nicht auf Horrorfilme steht, für den wird diese Kooperation dann höchstwahrscheinlich nichts werden. Denn, wie ich bereits hier eben erwähnt habe, handelt es sich hier um einen Horrorfilm. Das war aber noch nicht alles, denn es wurde jetzt auch noch ein Ballon in den Gamefiles gefunden und das passt natürlich auch perfekt zu diesem Horrorfilm. Denn der Horrorfilm handelt ja von einem Killer-Clown, der die ganze Zeit mit einem Ballon umherläuft und so können wir uns das dann auch ungefähr in Fortnite vorstellen. Wir werden dann also sehr wahrscheinlich neben der Spitzhacke auch noch einen Ballon in der Hand halten können. Wie das genau dann aussehen wird, das kann ich euch jetzt leider noch nicht sagen. Vielleicht wird der Ballon auch irgendeine Funktion haben oder wir werden den Ballon dann einfach als Rucksack reinbekommen. Das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Und natürlich wird es auch noch einen Skin geben. Das wurde bereits jetzt auch in den Gamefights geleakt. Hierbei handelt es sich um den Pennywise-Skin. Das wird dann also auch wie im Kinofilm ein Killer-Clown sein. So könnte ich es mir dann jetzt jedenfalls vorstellen. Den Skin werden wir uns dann sehr wahrscheinlich im Item-Shop kaufen können. Also da denke ich nicht, dass wir den dann irgendwie durch Herausforderungen freischalten. Natürlich wäre das extrem cool, wenn wir einfach ein paar Herausforderungen absolvieren müssten, um diesen Skin dann kostenlos zu bekommen. Wie ich aber Epic Games kenne, werden wir zwar Herausforderungen reinbekommen, wir werden aber durch diese Herausforderungen dann nicht kostenlos einen Skin bekommen können. Den wird es sehr wahrscheinlich dann also im Itemshop geben. Durch das Absolvieren von den Herausforderungen bekommen wir dann also eher sowas wie diesen Ballon, den ich euch eben vorgestellt habe. Ein Graffiti-Spray könnte ich mir auch noch sehr gut vorstellen. Als auch ein Emote und Emoji und natürlich könnte auch eine Waffenlackierung dabei sein. Das sind jetzt jedenfalls so die wesentlichen Items, wo ich gedenke, dass wir die dann, wenn wir diese Herausforderungen absolviert haben, bekommen können. Was hältst du eigentlich von dieser Kooperation zwischen Fortnite und diesem Horrorfilm? Passt das zu Fortnite oder ist das sogar eventuell schon zu gruselig für Fortnite? Lass es mich wissen und abonniere jetzt diesen Kanal, wenn du auch mal von mir Geschenke bekommen möchtest. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video dann wieder. Bis dahin, macht's gut und auf Wiedersehen. Ciao.